Wir spielen jetzt ein Spiel fürs Hauptgericht. Und zwar kommen jetzt hier Boxen hin. Und wer fühlt zuerst? Schnicken. Und ihr dürft fummeln. Richtig. Okay. Du darfst entscheiden, wer fängt an? Okay, Jan hat gewonnen. Jan fängt zuerst an. Soll ich ohne Handschuhe fummeln? Du kannst Tim auch kurz am Arsch fummeln, aber wir holen einmal die erste Box rein. Einmal Applaus für die fleißigen Helfer, die ja alles möglich gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Hier in der Box sind jetzt Sachen drin, die für die Pizza gut sein können oder auch nicht. Und Jan, du musst jetzt in wasch bitte noch einmal die Hände. Ich habe kein gutes Gefühl. Weißt du, Hygiene? Das aber stimmt. Mit Seife, genau, weil Desinfektion auf dem Essen wäre jetzt nicht so geil. Ey, Gott sei Dank habe ich jetzt das Olivenöl genommen. Ja. Soll ich die Pfanne hier reintun? Warte, so. ich wasch gerade noch die Hände. Hört dich das? Komm, trockne ab, das reicht. Ja, dann sing noch. Du fängst vielleicht keine OP an. Warum nicht? So, okay, go. Jan, du darfst einmal fühlen. Ja. Und dann musst du sagen, was du nimmst. Ich desinfiziere mir auch nochmal die Hände. Ist es egal, welches Fach? Mit beiden Händen in beide Fächer. Ich will dich nicht unter Druck setzen, ne? Beide Hände und mit Gefühl. Aber das könnte echt eklig werden, glaube ich. So, und jetzt musst du überlegen, was willst du haben, was könnte es sein, was geht dir durch den Kopf? Was ist das denn? Ist es beides das Gleiche? Und das klingt ja schon mal vielversprechend. Wetten, das hier ist Butter oder so ein Zeug. Hm. Also ich glaube, das hier könnte Tofu sein, ne? Wenn ich jetzt Nein sage, wäre es echt dumm. Also das Ding ist, es ist Tofu, weil ich esse das manchmal. Oh. Und das ist bestimmt Butter. Naja, was wollt ihr für die Pizza? Eier, Käse. Was würdest du nehmen wollen? Ich guck nach. Nein! Ja. So, was würdest du denn für eure Pizza nehmen wollen? Sieht aus wie ein Lehmstück. Also ohne jetzt geguckt zu haben, ich glaube links war Ziegenkäse, kann das sein? Sag jetzt, welche Box? Okay, ja, dann mach's in den Kühlschrank, vielen Dank, hier mal rein. Das dürft ihr nutzen. Was ist das? Tofu. Das ist voll hygienisch gerade. So, dann... Oh, oh. Jan, ihr kriegt versteckt einen neuen... eure Gesichter. Jan, ihr kriegt... Oh nein, schon wieder! Okay, ich glaube, wir sollten die bisschen weiter... Nein, lass die ruhig da. Lass die ruhig da. So ein bisschen Stimmung muss doch sein. Okay. So, also ihr kriegt übrigens den Tofu nochmal neu, nicht den angegrapschten. Jan, komm, Tim, mach mal deine Hände schnell sauber, weil da kommt die nächste Box. Runde 2. Also bis jetzt gibt es eine Tofu-Pizza. Da Jan, bin du bist jetzt aber Vegetarier, oder? Ja, das stimmt. Merkst du selbst, oder? Hallo. So, nächste Box bitte einmal rein. Es bimmelt. Boah, ich hoffe echt, das wird nicht zu schlimm, ne? Ah, du wirst beides nicht kennen. Kann sich jemand noch an den Smoothie erinnern, den wir gemacht haben? Boah, das war ganz schlimm. Das war das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Das war das mit Freddy. Hast du seitdem den nochmal benutzt? Tim? Nein. Ne? Hände rein. Nein. Diese Würstchen, ich habe traumatische Erlebnisse, wenn ich daran denke. Das war so ekelhaft, diese... Reden wir besser nicht so, darüber. So, was fühlst du? Das links ist, glaube ich, Alge, weil wir das gestern noch gegessen haben. Ha. Schöne Grüße an Knossi. Und das rechts, ich habe keine Ahnung. Nein. Ich nehme aus Prinzip eigentlich schon das Recht, auch wenn dich das sehr enttäuschen wird. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist... wie heißt das nochmal? Sag mal den Anfangsbuchstaben. Nein, hier sagt keiner was. Aber wir können helfen, wer ist denn für das Rechte? Soll Tim das nehmen, ja oder nein? Ach, das ist Rosmarin, ne? Ja oder nein? Hat doch jemand vorgesagt, ich hab's gehört. Hallo, wir sind ein Team, du kannst uns nicht aussystemieren. Ja, okay, jetzt musst du den Rosmarin nehmen. Ja, da kann ich mit leben, tut dann mir leid. Dann bitte, alles ich krieg gut. 9. Was wäre hier drin gewesen? Alge. Echt? Da hab ich's mal... Boah, ich hätte es gefühlt irgendwie. Das wäre voll die interessante Pizza. Also ich esse ja gerne exotische Sachen. Schade. Gib mir das jetzt! Schade. Wir holen einmal die Box weg. Alles ist gut. So. Oh. Alles gut? Ja. Alles unter Kontrolle, so wie immer. Gib mir die Alge, du Aslak. So. Du warst du Aslak? Nein. Das Essen im Kühlschrank sieht gut aus, gleich kommt die nächste Box. Hat noch jemand eine Frage? Dann einmal die Patschhand hoch. Ach, hier unten. Oh, schönes Kummer, er hat euren Merch an. Woo! Woo! Sehr nice. Ehre, Mann. Oh, auch,
Du hast du gerade gekauft oder hast du schon immer? Eben gerade gekauft. Ach, schon länger. Kannst du den AMG wieder voll tanken? Geil. Sehr gut. Was ist denn deine Frage? Papa, du kannst auch die Frage stellen, wenn du. Nee. Freust du dich hier zu sein? Ich bin raus. Jan, versuch mit dem nächsten Ei den Eierkopf zu treffen. Was ist deine Frage? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Vater schon mal getroffen, der hat nämlich den gleichen Haarschnitt. Aber er hat sehr humorvoll genommen. Ist dein Papa da? Nee, der Papa ist gerade unterwegs. Ah, aber Tim, sein Papa, ist da. Genau. Und deswegen machen wir mal einen Riesenapplaus für Tim, sein Papa. Einmal aufstehen und winken. So. Hat der auch einen Spitznamen? Mein Vater? Nee, Tims Papa. Noch nicht. Ich hab... Oder? Erzähl! Wenn Jan weißt so du mehr als ich? Nein, also ich hab schon mal Anne Frank zu ihm gesagt. Oh nein, okay. Wir führen weiter. Jan ist dran. Du bist... Oh. Mach mich stolz, Jan. Jan, versprichst du mir nicht rauszuziehen? Warum sagst du das? Los geht's. Also das hier ist safe... Oh, wo ist das Ding hingeflutscht? Ja doch, du hast es noch in der Hand. Du hast also noch... ich muss sagen, wenn ich hier so rumflutsche... Was ist das für eine Pizza bis jetzt? Mein erster Gedanke Mozzarella, aber das hier drinnen... Das ist... Wie fühlt es sich an? Klipschig? Nicht nach Mozzarella. Ich würde... Ach, das Ach so. Ist Mozzarella, oder? Ich weiß es nicht. Das ist Mozzarella, das hier, das könnte so eine Frucht sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe nicht so auf süße Sachen. Deswegen nehme ich das hier, das rechte. Okay, kriegst du nochmal neu, aber lass mal fallen. Kannst du ja mal gucken, was das ist. Es ist Mozzarella. Okay. Pfirsich. Was ist das? Orange. Orange, oder? Nee, ich würde sagen, es ist ein Pfirsich, oder? Das ist ein Pfirsich. Das ist ein Pfirsich. Sorry. Das ist keine Orange. Aber das ist Und die Box geht einmal raus. Stellt es trotzdem in den Kühlschrank. Ihr kriegt nachher frische, aber Lebensmittel wollen wir nicht verschwenden. Ja, außerdem, da sind die Eier. Tim, lass doch mal Jan alleine gehen. Der ist schon über 18. Willst du, dass die Armen sich gleich umziehen müssen? Ja, ich will das. Bei manchen Modegeschmack hier, ja. Schwierig. Sehr schwierig. Okay, jetzt ist ganz wichtig, es gibt ja heute Pizza. Hallo. Könnt ihr schon mal den Ofen vorheizen, bitte? Wie geht das? Das hat die Dame von erklärt. Wenn eines von den abgeklebten leuchtet, müssen wir sofort Alarm schlagen. Das, was abgeklebt ist, ist falsch. Das, was abgeklebt genau, hat, wenn das ist, abgeklebte führt zu leuchtet, Brände. Also hier ist Umluft, Temperatur ist hier oben. Oh, geh jetzt an. Ach, so, erstmal starten. Nee, erst okay, start. Erstmal jetzt hier, warte, komm, wir drücken da. Ja, fängt doch an, wird doch warm. Hä? Super, hast du gut gemacht. Aber, nein, ist richtig, aber ja, wo ist Temperatur? Temperatur hier, da 160. Reicht das? Weiß ich nicht. Ich mach heißer. 100. Ja, dann mach heißer. Mach mal 220. So heiß, wie es geht. So heiß wie Tims Frau im Bootshaus. Oh! So, genau, jetzt ist es schön heiß und wir holen die nächste Box rein. Tim ist wieder. Dein weißes T-Shirt. Ja, was soll ich machen, Jung? Nächste Box einmal rein. So. Erste Reihe, Pros. Tim, du bist dran. Und bitte einmal fühlen. Bah, was ist das denn? Das fühlt sich an wie eine Ratte. Was? Ich glaube nicht, dass es auf die Pizza kommt. Warte, warte hier, nee, du musst noch mal rein. Das andere musst du ja probieren. Warte, hier im Glas. Ja. Ich sag jetzt nicht, wie sich das anfühlt. Doch, wie fühlt sich das denn an? Beschreib mal. Beschreib mal. Wie so ein Hoden irgendwie. Wie was? Wie fühlt sich's an? Wie ein Hoden. Wann hattest du das letzte Mal einen Hohn in der Hand? Im Tim, behalte Geschichten aus Madeira für dich. Ist das ein Plüschtier? Wer macht? Ich weiß ja. Es doch nicht. Nein. Also, welche Seite ich nimmst das du? Das hier, einfach, weil ich wissen, du was weißt, das muss auf die Pizza. Na, da, wie soll das? Ja, mach. Dann kriegt ihr Bauchschmerzen, ist mir kackegal. Ich krieg eh schon Bauchschmerzen mit den Sachen, die da drin sind. Ja, dann nehmen wir das. Was? Das kann nicht auf die Pizza kommen, das ist ein Plüschtier. Ja, das ist ein Plüschtier. Ja, okay, das bleibt hier. Guck mal, ich mach was, ein Maskottchen. Och, keine Ahnung, mach das jetzt voll. Ist. Guck mal, jetzt ist es desinfiziert. Ach, das ist die Rothaarige. Jetzt verstehe ich den Witz. Das ist die Rothaarige. Nee, die kleinen Mäuse von vorhin. Oh, sehr. Tausend
teilt ihn euch, schneidet ihn auseinander, was auch immer. Und ich darf das jetzt nehmen, oder was? Ja. Aber ich dachte, ich habe das... Ja, das ist doch gut, das passt zur Pizza. Und die Box geht bitte einmal wieder raus. Hatte ich da nicht Unrecht. Sind das Auberginen? So, wollen wir mal gucken, was ihr jetzt gewonnen habt? Jan, komm, wir gehen mal zum Kühlschrank. Wir gucken mal, was ihr jetzt gewonnen habt. Was ist denn in dem letzten Glas drin? Sind das Auberginen? So eingelegt. Das sind getrocknete Tomaten. Ach so, okay. So, was habt ihr denn noch? Eiersalat. Ja. Eiersalat. Jetzt wisst ihr mal, wie das ist. Ja. Alles voll. Alles voll. Ja. Das letzte nicht auch noch. Ja. Regie, wir brauchen mehr Eier. Na. Ja, mein Beruf ist so einfach, man applaudiert mir sogar, wenn ich Sauerei mache. So, Tim, was habt ihr denn alles? Wir haben ein Stück Brot. Gib mir die Eier. Es gibt keine Eier mehr. Butter. Das ist Tofu, ne? Eier. Tofu, ja. Tofu, Mozzarella und getrocknete Tomaten habt ihr. Ja, super. Das ist doch eine super Pizza, oder? Das ist eine super. Ja, super. Ihr dürft aber nachher auch alle anderen Sachen benutzen, die hier drin sind, außer das Bruschetta, das habt ihr gerade gemacht, aber das ist noch das Grünzeug. Das ist ja auch die Vorspeise. Das ist ja auch die Vorspeise für gleich. Vielen Dank, sehr gut. Können wir nicht unseren Gästen, dass die anderen Bruschetta unterjubeln? Die wissen doch eh nicht, von mir welches ist. Nein, die werden doch nachher aussuchen, wer gewonnen hat. Das woher? Ja, das wissen die. Ja. Okay, so. Wascht euch nochmal die Hände, komm, wir desinfizieren noch einmal durch hier. Jan, du hattest auch gerade ganz viel. Ich habe keine Hände mehr, wenn ich noch öfter desinfiziere. Wer ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich mach mal. Noch eine Box. Das sind die frischen Zutaten. Vielen Dank. Wir brauchen nochmal Eier. Ja, weil weiß ja noch was. Also hier, das kriegt ihr frisch, das könnt ihr gleich. Wie kommt das nur? Also hier nochmal schön frisch, könnt ihr gleich benutzen. Der Lieferdienst ist hier ganz schön schnell unterwegs auf jeden Fall. So. Sollen wir die hier wieder reintun? Ja, wäre nett. Tim, Jan, du bleibst da. Hat jemand noch eine Frage? Jan beantwortet jetzt alle Fragen. Du beantwortest alles für uns beide. Okay. Hand hoch bei Fragen. Ach, du hast sie ja noch gar nicht gestellt. Stimmt. Dann sag doch mal deine Frage laut. Tim, was ist zwischen dir und Marion passiert? Marion. Du hast meine Mutter gebunden. Ja, also... Willst du da nicht was zu sagen? Wenn wir jetzt schon beichten, müssten wir es auch gemeinsam. Ich sag, ey, ich halte mich da raus. Nichts. Die haben zusammen gebacken. Jan, guck doch einfach Tim an und Hauptsache sag Papa. Meine Mutter sagt, es bleibt in der Familie. Nein, einen Moment doch, das Eifelkind kommt gleich erst. Okay, da hinten die junge Dame mit dem schwarzen T-Shirt noch, die schon so lange steht. Jetzt hat sie sich. Achso. Mama, kommst du noch mal bitte auf die Bühne hoch? Ich hab nichts von was. Was mit der Schubkarre ist? Ja. Du bist die Schubkarrenfahrerin. Nein. Also die Fahrerin. Achtung, Frage, nicht. Hört auf rumzuspielen, da ist ein Fan. Ja. Ja, stell gern die Frage. Hat sie doch. Hab ich doch. Ach, ihr habt nicht zugehört. Ich hab doch gerade geantwortet. Ach, das war die Frage, ja, sorry. Ich hab die Frage auch verstanden. Oh, mein Also Fehler. Die Frage war, ob du mit der Schubkarre unterwegs bist. Die meinte das nicht, die hat es getan. Oh Gott, das war ein düsterer Tag. Alles voll. So, und wir haben ja von geredet, wenn Gäste kommen, können wir klatschen oder mit den Füßen trampeln, je nachdem, wie wir Lust haben. Und ich freue mich total, dass er da ist. Er ist ein Frechdachs, oder? Ich weiß nicht, wer kommt. Ach so, hier ist er, unser Sonnenschein Revi. Oh. Ja. Glaube ich, ne? Du solltest da durchlaufen. Ja, kein Bock. Soll er noch mal reinkommen? Nein, Aaron, jetzt hör mal auf. Ja, komm, wie wir es geprobt haben. Aaron, jetzt lass mich doch Applaus, dass Revi noch mal reinkommt, bitte.
Es ist so unnötig, wirklich. Revi! Hey, ich war von Anfang an dagegen. Revi! Revi! So, okay. Und wenn ihr jetzt auch dafür seid, dass ihr natürlich Aaron, wie auf TikTok den Song mitsingt. Aaron, ich gebe dir die Hälfte, ich gehe von hier, okay? Nein, komm noch ein paar Meter nach hinten. Applaus, an, dass er weiter nach Mann, hinten geht. Ich war von Anfang an dagegen, Alter. Revi, noch ein bisschen, noch ein bisschen. So ist gut. So passt's, ja, perfekt. Und hier ist unser Gast, Revi! So. Wow, hey, wow! Guck mal, da kommt Revi. Ja! Alter, ey! Ja, geil! Ich werd geil. Noch der Spieler! Wow. Da bist. Guck mal, ich hab dir was zu saufen mitgebracht. Oh, das ist aber echt lieb von dir. Denkst du das? Ich glaube, das wird für einen halben Abend reichen. Das ist ein Liter, Junge. Ja, eben. Ja, dann stoß doch mal an, dass Revi da ist. Ich muss nach Auto fahren, aber du trinkst das alleine, du schaffst es. Ich hab ja keinen Führerschein. Also ja. Jan fährt auch noch Auto. Keine Ausrede. Ja, safe fährt Jan noch Auto. Es war sehr episch, danke für diesen Einlauf. Ja. Ey, gerne, ich mach's aber nicht nochmal. Meine Fresse, ne? Was ein Diss-Track, was ein Diss-Track. Heftig, oder? Wirklich. Voll peinlich. Wer findet den Diss-Track gut? Wenn ihr ihn gut findet, klatschen, wenn er ach, scheiße Aaron, ist, stampfen. Was soll denn jetzt die Scheiße hier, Aaron? Oha, guck mal, das ist doch nicht schlecht. Ja. Und wer findet Aaron hier scheiße, kann man mal ganz kurz klatschen, wenn ihr Aaron scheiße findet. Perfekt, danke. Ja, noch mehr. Ja. So, einmal Handschuhe bitte sehr neu. Sehr schön, ja. Sehr schön. Ich will Sambuca saufen. Ja, können wir ja gleich. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ey, ich habe hinten noch eine Flasche für dich, ne? Geil. Ja. Danke dir. Gerne, Mann, gerne. Revi ist auch nur hier, weil Alkohol trinken. Ja. Du bist nur hier, weil Mrs. Bella keine Zeit hatte. Finde ich persönlich auch schade, aber Mrs. Bella geht ja auch nicht gerne dahin, wo Aaron ist. So, wir hatten ja eine Umfrage und da gucken wir uns mal die Auswertung an. Online. Begrüß mal die Online-Zuschauer, wie auf Twitch. Hallo, liebe Online-Zuschauer. Wie geht's euch? Schön. Und ihr? Ja. Ihr durftet überall, also zu Hause durfte entscheiden, wie soll die Pizza belegt werden. Es gab die Möglichkeit, eins einmal blind belegen, unter anderem zwei mit Grillzange, drauf. Drei ja, mit Handschellen oder Teig per Hand kneten. Und es sind die Handschellen geworden. Das heißt, ihr werdet jetzt zusammengekettet. Wer? Nur die beiden. Ah, okay, gut. Wo sind denn die Handschellen? Egal. Was für Handschellen? Ihr kriegt jetzt Handschellen. Hab ich gerade was verpasst. So ein bisschen wie ja, Jan, du an, weißt ja, was für ein Event das hier ist, ne? Also so, wir kriegen jetzt einmal die Handschellen. Handschuhe anhaben? Übrigens, ich habe euch ein Getränk eingegossen. Ihr könnt gerne einmal anstoßen. Ist ja ein schöner Abend. Ich sehe mich da jetzt nicht so, aber kein Ei. Cheers. Was ist das hier? Sau scheiße. Nee, war boah, das ist weg. Fast wie die Spülung beim Zahnarzt. Tim, hast du die Handschuhe wieder falsch angezogen? Warum stresst du mich so? So, die Handschellen kommen gleich. Ihr fangt erstmal an. Ja. Ihr könnt schon mal für den Hauptgang, also irgendwo ist hier ein Teig im Kühlschrank, den holt ihr bitte einmal raus. Ach nee, der ist hier. Hier ist der wahrscheinlich Teig. Ist der da drunter, ja. Ja, und macht bitte einfach jetzt eine Pizza. Einfach so. Naja, so hör hier ausrollen. Damit. Stell ja, das ist ich hier mit meinen Handschuhen fertig, bin jetzt die Pizza schon wieder hin. So. Du sagst mir nicht, was ich tun soll. Doch, genau das wird heute passieren. Okay, okay. Nein, lass ihn doch mal. Ja. Darf ich auch eins nehmen? Hier, nein, mal, du nicht. Wir wollen eine schöne Pizza haben. Ihr habt doch nur eine gewisse Zeit. Was? Ja, wir wieder nur Zeit, Ding. Wird das eine Pizza oder werden das kleine Pizza? Wollen wir nicht eine große Pizza machen? Ihr braucht auch noch eine Soße. Genau, wir haben da so eine Nudelrolle. Warte mal. Kannst du Pizza machen? Bist du ein Joker für uns? Absolut. Ihr sollt daraus eine große Pizza machen. Kann man das auch auf eine große? Ja. Warum ist das denn dann geteilt in vier Stück? Keine Ahnung. So. Kann man das auch da oben auf dem Brett falls eine rollen? Verbrennt. Das heißt, eigentlich kannst du das ach, das ist lassen. So als Backup da? Ja, wir kennen euch ja. Ah, hol mal da oben dieses das Blech Holzding, ist übrigens oder? Im Ofen und das ist sehr heiß. Ja, das ist gut. Nee, das andere. Nee, das hier. Ja. Nee, das ist zu klein, doch das andere. Ihr müsst auch eine Soße machen, da findet ihr ja alles im Kühlschrank für die ach so. Soße. Okay. So, und das übrigens, das Blech ist im Ofen, aber es ist sehr heiß. Ah, guck mal hier. Ja. Vielleicht jetzt rausnehmen, bevor es später euch die Finger verbrüht. Sicher, dass uns das jetzt nicht die Finger verbrennt? Na, weiß ich nicht. Dann nimm doch die Handschuhe. Boah, mit Lappen. Warte, nimm's mit Revi, mit Lappen. Ey, ich weiß ja nicht. Nimmst du das Blech raus? Digga, ich bin hier gerade. So viel zu Joker an der Stelle. Warte mal, ich knete das nochmal durch, Mehl ja? Mehl untermachen. Ja, wo haben wir denn Mehl? Im Kühlschrank wahrscheinlich. Im Kühlschrank? Nee, doch Mehl nicht. Ist im Kühlschrank. Mann, keine Ahnung. Digga, ich arbeite hier gerade. Ist das irgendwo? Ja, komm. Ich glaub, das gibt's gar nicht. Doch, irgendwo oh, ich hab Rotwein gefunden. Oh ja, geil.
Ah ja, Papa braucht das. So. Soll ich dir helfen? Hier irgendwo muss Mehl sein. Das lässt sich auch so gut rollen, guck mal. Ja, das machst du sehr gut, Revi. Wo sind denn jetzt die Handschellen? Die Handschellen kommen gleich noch beim Belegen erst. Ihr müsst aber jetzt erstmal den Teig und die Soße fertig machen, bitte. Die Soße. Woher sollen wir denn wissen, welche Soße das ist? Aber da ist Soße, einfach nur passierte Tomaten, Tim. Das ist doch keine Soße. Ja, natürlich. Passierte Tomaten. Was ist denn mit den Tomaten passiert? Die Tomatensoße ist hier drinnen, ne? Ja, oder? Ich fahre gleich wieder nach Hause. Die müsste hier drinnen sein. So. Revi, möchtest du was trinken? Ich kann dir Wasser anbieten. Überhaupt nicht. Nee, danke. Möchtest du was trinken? Nee, danke. Willst du was trinken? Ja. Okay. Nett, dass du fragst. Ja, gerne doch. Wie dünn muss so ein Teig sein? Es werden anscheinend immer so kleine Pizzen, oder? Nein, mach eine große. Digga, ich krieg das nicht. Ja, komm. Hier, hau doch einfach drauf. Schlag doch einfach. Mach doch einfach alles kaputt. Hau auf ihn drauf. Hier, komm. Schlag mich damit. Hier. Ja. Danke für das Loch in der Mitte. Ich habe soeben die Pizza mit Loch erfunden. Seht her. Ja. Okay, wir machen kleine Pizzen. Wir machen bitte. Ja. Wir machen drei kleine Pizzen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch essen will. Alter. Ja, dann mach deine eigene. Mann, der Finger da im Teig rum sogar. Guck mal, das ist deine, Jan. Hier. Dankeschön. Tim, mach dir bitte auch deine eigene kleine leckere Pizza. Ich habe hier gar keinen Platz. Oh. Oh. So, das hat sich jetzt nicht so angehört, als hättest du Mitleid mit mir. Ihr könnt natürlich die Fertigsoße nehmen oder das noch ein bisschen anreichern. Mit da was sind ein paar Sachen im Kühlschrank, die du dafür nutzen kannst, Jan. Also das heißt, ich kann Sachen vom Kühlschrank in die Soße reintun? Ja, das keine Ahnung. Oder genau Salz, was du willst. Das ist genau das, was Aaron gesagt hat, ja. Ich sehe da Eier drin. Nimm diesen Bruschetta-Aufstrich. Das ist Pesto, oder? Was soll ich denn in keine rein? Ahnung. Ach ja, danke, Tina. Aber wo ist denn das hier? Ach, da. Okay. Ich gucke. Hey, ist das zu dick? Nee, ne? Ist doch gut. Rasilikum, wie der Timme schreiben würde. Kannst du es hochzuwerfen, um zu fangen? Ja, auf keinen Fall. Warte. Probier mal. Oh! Danke, danke. Freust du dich eigentlich auf unseren Diss-Track? Überhaupt nicht. Warum hast nicht? Du Angst? Ja. Nach dem Diss-Track hast du kein Image mehr. Du wirst dich einscheißen bei jedem Schritt. Was ist denn mit ihm heute? Er ist so salzig. Weil Gisela ja nie was gegen dich hat. Überhaupt nicht. Hallo. Gute Freunde. Also Revi, sein Bohnen sieht mit Abstand wirklich am besten aus. Ich weiß. Er hat ja auch am meisten Zeit mit diesem Nudelholz investiert. Ah, nicht nur mit dem Nudelholz. Gibt's noch Fragen an die Jungs oder an Revi? Hoffentlich nicht. Hier der kleine Junge mit Maske neben dem Papa, der genauso aussieht. Ist das hier heiß? Also ja, ihr seht euch ähnlich im Alter. Blab, das ist heiß, ja. Ja gut, kann man ja nicht wissen, ne? Kann man nicht wissen, sage ich, wie es ist. So. Ist der Beef zwischen Tim und Revi real? Ja. Ich hasse dich. Gehst du bitte? Ja, der ist real. Aber auch nur, weil meine Gage heute so klein ausfällt. Welche Gage? Ja, genau deshalb. Nein, natürlich nicht. Wir lieben uns. Nein, wir haben ihn wirklich sehr lieb, sonst hätte ich ihn nicht eingeladen. Trotzdem wirst du weggedisst. Digga, sind das hier die Bruschettas? Bruschettas? Ja. Bruschettas? Alter, das sieht so peinlich aus. Wer hat das gemacht? Dann ist es wahrscheinlich von den Jungs, die. Hast du gerade unser Essen beleidigt? Ja. Guck mal, bei uns, unser Gedanke war, dass du siehst, was drin ist. Und deswegen haben wir die Sachen ein bisschen größer gelassen, weißt du? Digga, das ist Müll. Nein, guck. Alter, das ist peinlich. Holt bitte nur die Zutaten für eure Soße raus. Nein, der Rest bleibt da jetzt drin. Ja, aber Tomaten kann ich doch in die Soße reinmachen, ja, oder? Kannst du reinmachen. Und Knoblauch. Und Basilikum. Kannst du auch. Knoblauch ist so schwer. Ist das eigentlich irgendwie ein Battle, wer die beste Pizza macht? Oder ist es voll egal? Ja, ich hab das gerade. Battle. Kannst du ein bisschen hier am Ende gibt es eine Bewertung. Was ist denn das, Alter? Digga, du hast Australien geformt. Tim. Wie sieht das aus? Was ist das? Das ist sau unangenehm. Wo ist, hier die Knoblauchpresse, Tim. Peinlich. Die hattest du, glaube ich, im Abwasch. Ich brauche eine Schüssel. Nee, die liegt da hinten auf dem Teller, Jan. Die liegt da hinten auf dem Teller. Bist du noch neidisch, weil du nicht weißt, wie mein Endresultat aussehen wird. Wo? Ach, da. Ja, also wird auf jeden Fall beschissen aussehen. Ich brauche eine Schüssel. Gibt's noch Fragen? Hier oben. Noch wen haben wir denn noch nicht? Hier die junge Dame hier vorne. Ihr könnt auch ruhig ganz viele intime Fragen stellen. Ja, also besonders wo Revi da ist. Gerne. Also, Digga. Was suchst du? Eine Schüssel, Alter. Sebastian, was suchst du? Eine Schüssel. Ja, da oben liegt doch eine. Aber die ist zu groß. Achtung, Frage bitte. Wie passiert? Das Thema ist momentan ein bisschen schwierig bei uns. Die lebt. Nein! Also, mein. Ja, also. Seitdem ich etwas mehr Platz in der neuen Wohnung habe,
Du sagst es. Die Pläne, eine Katze zu adoptieren, durch... Du Wichskind, Israel! ich habe durchaus vor, eine Katze als Haustier zu haben, weil diese Tiere sehr lieb sind und ich sie sehr gerne habe. Und aktuell... Doch, die ist der... Ja! Ich habe momentan aber kein Haustier. Hat Gisela eins? Ja! Ja? Aber, ja! Nein. Sobald ich ein Tier adoptiere, warum hast du das da drauf gemacht? Ich wollte dann werde ich sie sicher nicht falsch. Aber ich habe auch von dem Namen Macaroni gehört. Dumm, wirklich, also aus einem Tierheim, wo ich die herholen wollte, das ist auch ein ganz netter Name. Ich bin ja der Meinung, du hast kein Haustier. Und jetzt habe ich noch so eine allgemeine Frage. Und zwar, wenn ich jetzt den Knoblauch mit dem Ding, was mir gerade verloren gegangen ist, zusammendrücke, das ist Revi sich genommen. Kann ich das mit Tomatensauce mischen und auf die Pizza tun? Genau das mache ich gerade. Okay. Ich mache eine Zehe rein, ist zu viel, oder? Ja. Ach, ihr habt das schon aufgeschnitten. Ach ja, okay. Ihr müsst ein bisschen Gas geben. Nachher entscheidet das Publikum, welcher Bohnen belegt wird. Was soll ich denn mit meiner Pizza jetzt machen? Ja, wenn das Publikum gemein ist, nehmen Sie deinen Bohnen. Gib mal ein bisschen Gas. Ja, mach da mal irgendwas drauf. Nee, noch nicht belegen, nur die Soße machen. Ja. Soße und Pizzateig. Was machen wir dann jetzt? Dann sind wir doch fertig. Na, guck mal, Revi hat in die Soße Knoblauch reingemacht. Ja, den habe ich ja geschnitten vorher. Nein, den habe ich mir gerade selber geschnitten, du Lügner. Du hältst deine Alles klar, Bro. Du hast den geschnitten. Darf ich mal die Knoblauchpresse? Ich habe noch eine Frage an Tim. Willst du mal kurz die Geschichte aus dem Bootshaus aufklären? Gib die scheiß Knoblauchpresse! Was war denn da eigentlich los? Warum bist du noch mal eingeladen worden? Nee, erzähl doch mal. Wie gesagt, Mrs. Bella hatte keine Zeit. Ach ja. ja, ich habe doch gerade schon erzählt. Die Zeit... tickt. Gib mal Löffel hier bitte. Also ihr könnt gleich entscheiden, welcher Bohnen belegt wird und dann auch bewertet wird, wenn er belegt ist. Ich muss so sagen, wenn ihr nett seid, nehmt ihr Revi sein. Wenn ihr so ein bisschen optisch dumm nehmen wollt, Jan. Digga. Tim. Bitte? Sorry, Tim. Na, deiner sieht schon. Der meinte zu dir, du bist optisch dumm, hast du gehört? Ich glaube, ich habe mich verhört. Ihr habt noch zwei Minuten. Zu dir, du bist optisch ihr habt noch dumm. Zwei Minuten. Zwei Minuten. Haben wir Pfeffer und Salz? Ja, aber noch nicht Revi. Ja, nicht im Regal drin. Ich würde mich gerne bei deinem Soße einklicken. Nein, negativ, abgewiesen. Ich brauche deinen kurz. Eigenen Scheiß. Oh. Dankeschön. Haben wir Pfeffer und Salz? Oh, da kommen die Handschellen. Ja, das ist hinter dir. Pfeffer und Salz habe ich irgendwo gesehen. Ich bin irgendwie maximal lost, ich check grad gar nichts mehr. Ja, das kennen wir von dir zum Glück. Kannst du mir mal kurz dein Handgelenk geben? Ach nee. Halt hin. Oh. Aua. Ich habe noch nie in meinem Leben Basilikum geschnitten, wa? Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Nein, nie. Weißt du, bei der Generalprobe heute und gestern ist das nicht passiert. Warum ich? Ich dachte, ihr beide. Wo ist Pfeffer und Salz? Oh, shit. Beide. Das ist neu. Ich sehe gleich schon, dass mir gebrochen wird. Ja. Mann, warte doch mal. Boah, das Tod ist eng. Ach, ja, ich muss. Ja, ich weiß. Ja, warte doch mal so. Kommt da Öl rein? Ja, schon, oder? Ein bisschen. Das, ja, komm. Nee. Jetzt verstehen wir die Bedeutung von Überraschung. Warte mal ganz kurz, das muss ich irgendwie... Heiliger. Das Handschuhen kennst du nicht aus, ne? Ja. So, komm mal, mach die mal jetzt... Also ich bin dir keine große Hilfe, ich sag's dir schon mal vorweg. Ich dir auch nicht. Das ist, wenn man Handschellen auf Wish bestellt, ey. Influencer auf Wish bestellt. So. So, ja, und jetzt? Ich mach grad... Was ist denn das? Eine Handschelle. Eine Handschelle? Ist fest? Ja, jetzt ist es so. Revi, guck mal hier, der Schlüssel. Kann ich dir irgendwie helfen? Sollen wir die Teig einfach zusammen machen? Moment, ich mach gerade hier, ich verteile den Knoblauch. Nimm du den, okay? Ja. Ja. Wirfst du gerade Knoblauch ins Publikum? Nein, nee. Den Schlüssel. Aber hier ist auch noch eine Tomate für dich, warte. Möchtest du noch eine Tomate auch was haben? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich trolle, okay? Tim, Revi hat deiner Mama eine Tomatenkopf geworfen. Die Löcher bleiben offen. Warte, wir müssen Tomatensauce aufmachen. Eine Minute noch. Ein Moment, Moment. Nur wir müssen nein, die Löcher wegmachen. Nein, bitte Boah, nicht. Die Löcher. Nein, die Löcher werden, es gewöhnt nicht dran, sie bleiben immer dort. Das ist jetzt zu spät. Schnell Tomatensauce. Ja, mach einfach drauf. Na, aber langsam. Wir haben keine Zeit für so welche Spirenzchen. Langsam. Ich habe auch noch einen großen Löffel irgendwo gehabt. Hier. Haben wir noch irgendwas zum Belegen? Das sieht so scheiße aus. Wir füllen einfach das die Löcher aus. Das sieht so scheiße aus, was du da machst. So. Du Sebastian, ich bin richtig begeistert Na, von Moment, deiner Pizza. Warte, lass die mal wenden. Okay, warte. Also, wir nehmen... So, wir zählen jetzt nochmal 10 Norden Sekunden runter. Und die 10. 2. 9. Wir schaffen das, wir schaffen das. 7, 6, 5. Wohin, wohin? Nein, ist das dein Alter? 9, 8, Junge, what the fuck?
Okay, so. Jetzt wird natürlich präsentiert, welche Pizza belegt wird. Das sieht aus wie eine Vapiano-Pizza, 1:1 mit diesem Tomatending hier oben. Warum machst du Müll drauf, da, Revi? Achtung, der Kameramann fängt jetzt einmal die Bilder ein. Das und ist ihr dürft Pizza. Jetzt hör einmal auf, mich anzufassen mit deinen Tomatenhänden, Alter. Mann, hör auf! Ich kann nichts machen. So, Sebastian, zeigst du mal deine Pizza bitte in die Kamera? Ja, wunderschön, oder? Nein. So, und jetzt einmal voll die von langweilig. Den Jungs. Und ihr dürft jetzt ab, wo der meiste Applaus ist, diese Pizza wird belegt und nachher gegessen. Aber ihr müsst auf jeden Fall ehrlich sein, okay? Ja, soll die Pizza von Revi belegt werden? Nein. Soll die Pizza von den, soll die Pizza von den Jungs belegt werden? Ja. Aber ihr denkt also gar nicht. Ganz schwache Leistung mal wieder. Nein, aber Leute, ihr denkt gar nicht mit. Nachher wird bewertet und welche Pizza wird ihr besser. Ihr seid so dumm, Alter. Alter, wirklich. Guck mal, Bro, das ist eine perfekte Soße da ja. drauf. Jetzt müsst ihr den Kack essen. Viel Spaß. Digga, der schmeckt gut, der Kack. Nur weil es äußerlich nicht so schön ist, heißt es, dass es innerlich nicht wunderschön ist. Das hat die Rothaarige über dich auch gesagt. So. Darf ich das kurz haben? Was machst du da? Du ich helfe euch. Nein, das ist meine gute Soße. Vertrau mir, Alter. Aber dürfen wir im Nachhinein was Parmesan so, drauf? So, hier könnt ihr schon mal belegen. 20% Pizzateig. Ja, Bro, das ist aber doppelt. Und holt was noch alles das raus. Hier? Timian, könnt ihr noch den Rest rausholen? Ich verlege gleich meine Hose wegen empfehlenden Gürtel. Soll ich sie dir hochziehen? Alter, geil. Ja. So. Nein, ich... Ey, nein! Boah, okay. Öffnet den Mund. Warte, Jan, warte kurz. Die ist kaputt. Das ist schon kaputt. Viel Spaß. Nein. Oh. Also ich glaube, wir brauchen noch Parmesan. Bruder, pass auf mit meinen Handschuhen, deine ja, Hand. Junge, ich verlege gleich meine Hose, da stehe ich hier halb nackt. Soll ich hochziehen? Ja. Danke was dir. Was machst du da? Ich werde gezogen. Ich auch. Hey. Au. Oh, geil. So. Okay, ihr müsst belegen. Revi, hilfst du bitte belegen? Das haben wir ja beim Tanzen gelernt. Ey, muss ich jetzt wirklich diesen Scheißhaufen belegen? Es das muss hat, der Scheißhaufen belegen. Das haben wir doch beim Walzer tanzen gelernt. Oh, ja. Also, Moment, ich mach das ist ja wie Sadomaso hier, ey. Woher weißt du das? Warte, wir brauchen einen Löffel. Moment. So. ihr könnt jetzt mit Revi übrigens zusammenarbeiten, wir ja? Wir nehmen eine Gabel. Wollen wir aber nicht. Wollt ihr nicht, okay. Hey, Jungs, ich muss das bewerten. Ja, warum musst du? Da kommt Käse drauf. Revi ist einer in der Jury. Ja, guck mal, meine Hände sind voll gesaugt. Aber nimm doch hier noch ein bisschen Tofu und ein und da ist noch hör Mais mal auf, jetzt hier die Dinger drauf zu werfen, Alter. Ja, Moment, noch ein bisschen Tofu. Okay, Tim, Vorsicht. Tim, Parmesan. Alter, nee, jetzt auch Jungs, bitte. Och, es ist doch so, wir müssen das doch verarbeiten. Ist hier nicht normaler Käse, so Gouda oder so? Du kannst alles aus dem Kühlschrank nehmen, Revi, ja. Aber die vier... Und ey, wieso macht ihr denn Parmesan auf die Pizza? Hier ist ein normaler Pizzakäse. Weil da Käse drauf muss. Ey, was ist denn? Jetzt warte doch mal. Nein, das ist unsere Pizza. Okay, pass mal. Guck mal, pass mal auf. Gib mal die Mozzarella-Scheiben da vorne, Bro. Ich sag's dir. Ein bisschen Rosmarin. Ja, leg einen ganzen Tannenbaum drauf. Der hört auch nicht auf, der schmeißt hier einfach Sachen weiter drauf. Wundert sich das? Ah! Wo war das denn jetzt noch? Wenn meine Alte da sitzt, treffe ich die. Wo ist sie hin? Ist sie schon zu voll? Geht die kotzen? Marion! Digga, auf drei, alle ganz laut, Marion! Und bitte drei, einmal alle bei drei, eins, Marion! Wo ist sie denn? Auf Toilette. Die ist enttäuscht, hat sie gesagt, die ist nach Hause gefahren. Wer will ihr das verübeln, wa? Oh! Als ob ihr das nicht Spaß macht mit uns. Willst du mal die Hand schütteln? Alter, das ist... Ich sehe sie. Ach, scheiße, Digga. Warum ist sie denn nach da oben gegangen? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie mag uns nicht mehr. Wetten, da gibt es Sekt for free. Deswegen ist sie da. Okay, komm mal hier. Wir schmeißen es einfach noch. Und ey, ist richtig, da gibt es Alkohol. Also für alle Eltern, die jetzt denken, Mann, ist schon Zeit, da hinten gibt es Alkohol. Muss man ja sagen. Anders ertrage ich irgendwie es auch nicht. Ich habe Mozzarella gefunden. Ja, und wir haben noch hier diese Quetschtomaten-Dinger. Ja, die müssen auch auf. 30 Sekunden, dann kommt die Pizza in den Ofen. Ey, das sieht doch aus wie eine originale Italiener. Aber das Ding ist, wir können das Holz in den Ofen tun. Wir hätten das, glaube ich, auf dem Blech belegen müssen, oder? Ja, das müsst ihr gleich hier rüber schieben. Wie kriegen wir den Ofen? 20 Sekunden! Oh, shit, warte. Ofen, Blech, Backpapier, Moment. Alter! Warte, wo... Ich bin auch noch da. Ach, wo ist das Backpapier? 15! Hier, schnell. Wir brauchen das. Gib her! Oh Gott sei Dank, ist ein Geschenk. Wir zählen wieder runter. 10! Nein, so schnell. Warte. Ja. Wo ist das Ding? Ja. Hör auf. Schnell. Alter, es fällt alles. Ja. Egal, das ist gut. Alles raus.
3, 2, das passt. Timing. Ja. Ja. Ey. Würdest du einmal den Schlüssel anreichen? Nein, ich will dich nicht umarmen. Warum? Ah, ja. Nein, Jungs. Ja. Dankeschön. Achtung. Jan, hier, der Schlüssel. Alter, nein, gibt es den nicht. Doch, die haben das geschafft jetzt hier. Maschallah. Oder einfach der Hübsche. Also, das ist mir vorher noch nie passiert. Was denn? So, ich habe eine Frage an euch. Wer soll denn die Küche aufräumen und wer soll den Tisch eindecken? Seid ihr dafür, dass Revi aufräumt? Dann klatscht bitte einmal. Revi, dann. Aber wer ist denn dafür, dass Aaron mir hilft? Nee, ich muss aufpassen. So, oh. Oh, dein schönes... Ja, wie teuer war denn dieses T-Shirt? 25 Euro. Sehr gut. Wer ist dafür, dass Jan den Tisch deckt? Bitte? Du kannst bitte einmal den Tisch decken, ordentlich. Oh, es hätte gerade fast hier gebrannt, das ist voll heiß. Ja, mach ich. Hier drauf. Ja, ist nicht. Und soll Tim mitdecken oder soll er lieber putzen? Wer ist für Putzen? Bitte putzen. Klatschen. Nein. Oh. Und ja. Wer ist für Decken? Putzen. Also, und wer will die Pizza haben? Ich glaube, ich Hauptspeise oder Vorspeise. Du deckst jetzt einfach erstmal den Tisch mit Besteck. Wenn das nicht jemand einfach in die Hosentasche steckt, dann haben wir nach Hause fährt. Jan, setz dich ruhig einmal hin. Ich habe noch mal eine Frage. Wie viele Leute kommen noch mal gerade? 4 bis 5. Soll ich das? Ich tue das einfach in den Müll, ja? Setz dich mal okay. hin. Okay. Ja. So, und du kannst hier schon mal... Ja, was soll ich denn damit machen? Aber ich muss noch Teller holen. Ja, hier sind Servietten, die kannst du erstmal schön falten. Nee, ich hol zuerst Teller, weil die kommen danach auf diese... Die Servietten kommen nach auf die Teller. Teller, Besteck, Gläser, Serviette falten. Serviette, oder? Aber die Teller sind jetzt alle dreckig. Bei der Staffelei gibt es übrigens ein Tablett, was du nutzen kannst, da drüben. Jan, guck mal, da drüben ist ein Tablett. Ja, ist doch schon sauber hier, oder? Ich weiß nicht, also... Da bei der Staffelei. Ich nehme besser die Teller, weil die... Also 6. Aaron! Hier ist es sauber, ich weiß nicht, was du willst. Ja, mach mal bitte. Sieht bei dir mal so aus? Ja. Deswegen ist auch die Jolie weg. Probier mal meine Soße. Was? Ja, gib. Oh. Probier mal. Das war Jan, knapp, du sollst denken. Oh. Für 6 er hatte was mit der Rothaarigen. Er hatte was mit der Rothaarigen. Gibt's auch ein bisschen Wein? Ja, klar. Komplett okay. Decken, bitte. Boah, das wird schwer, du. Warte, ich helfe dir. Danke. Digga, das sieht hier aus, wirklich, also... Das sieht so immer aus, wenn wir kochen. Ja. So. Deshalb mache ich das auch eigentlich nicht mehr mit euch. Und den Vino auch, den... Den ist Vino bringe ich rüber? Öl? Oder hier? Erstmal den Wein sichern. Besteck? Ja. Okay, warte. Wir müssen jetzt testen. Nee, Jan macht das schon. Okay. Warte, oh, Alarm! So. Soll ich dich helfen? Ein Erdbeben! Oh nein! Willst du den nicht noch einen Funken weiter nach rechts stellen? Ja, das ist die Schwerkraft. So, ja, komm ganz schnell rüber da. Ja. Tim? Ja? Was hier vorne das Spülmittel? Das hier, ne? Ich hab keine Ahnung. Okay. Schaffst du, komm. Das schaffe ich. Oh, das läuft über. Oh, der Wein fällt. So. Schön sauber, mir wurde weder gesagt, dass ich mit meinem peinlichen Song einlaufen muss, noch dass ich hier aufräumen muss, Alter. Sonst wärst du ja auch nicht gekommen. Mir wurde gesagt, komm hier hin und iss einfach was. Ich wusste nicht, was ich mit kochen soll. Oh. Okay, naja. Tut uns leid. Genau so. Gibt es denn noch eine Frage? Hat noch jemand eine Frage? Oh, da hinten habe ich noch nie genommen. Die Dame ganz außen oder der Herr ist dunkel. Da ganz außen, da, genau, steh mal auf, genau du, ja, nee, nicht ihr da, nicht ihr, die Zwillinge, da, genau da. Ja, du hast sie jetzt wieder hingesetzt, du, ja. Ich habe leider noch unterschiedliche Teller, weil... Ja, das ist doof, dann hol nochmal richtig. Und ein paar sind kaputt. Teller. So, einmal die Frage, bitte. Kaputt. Gibt es vielleicht bald die Folge Tourette im Kampfstudio? Oh ja. Oder Karate bald gibt es die Folge Tourette im Atomlager. Ich glaube, wenn Gisela irgendwelche Kampftechniken... Ach, ich habe doch genug einfach. Geschirr. Also, wir könnten mal eine Folge machen, wo wir Kampfsportarten ausprobieren, wie so Judo und Karate. Mit Michael Smolik. Bitte? Mit Michi Smolik. Genau, zum Beispiel. Ich glaube, der hat mir sogar mal bei Insta geschrieben. Ja, aber nicht geantwortet, wa? Oh oh. Doch. So. So. Die sauberen Bretter können ja einfach hier hingestellt werden, oder? Die sind ja eigentlich dann sauber. So ist sauber, sehr gut.
Sieht gut aus. Sollen wir nicht abwaschen? Nein, brauchst du nicht. Nein, mach mal auch den Wasserhahn aus. Wasserspar. So, Jan, bitte was Schönes falten. Besteck hinlegen. Du bist sehr langsam. Tim, kommst du rüber helfen? Revi kann alleine aufräumen. Soll ich dir helfen? Ja. Wusstest du, dass ich mal kurzzeitig im Hotel gearbeitet habe? Ach so, ich dachte, oh, wir müssen den Ofen wieder anmachen. Aber nur zwei Ich dachte, Tage. Wir sind damit fertig. Ey, das sieht wirklich nicht gut aus, Aaron. Hast du noch nicht gearbeitet? Ich muss es nicht essen. Das ist eine gute Frage. Also, ja, guck dir das mal an, Alter. Oh, kannst du einmal zeigen, wie es da drin ist? Ey, das sieht aus wie wirklich eine richtig hässliche Calzone. Bitte das Auge ist mit schön falten. Ich decke das. Wer möchte? Ich mach das und ich sauf den Wein alleine, du Hitler. Revi, nimmst du mal gern Platz? Oder? Finde ich ein bisschen unfair, muss ich sagen. So, ein bisschen, Jan, du musst noch Besteck hinlegen. Du musst noch falten. Sieh das an, Eiche. Ich dachte, du machst Falltechniken. Ja, irgendwas falten, was Schönes. Ein Dreieck. Einfach so ein Schwan. Eine Pyramide. Ein Pelikan falten. Ja, mach mal. Soll er ein Pelikan falten? Kannst du das wirklich? Ja, nein. Ehrlich jetzt? Nein. Wie ja? Nein, kann er nicht. Was ist das? Das sieht aus wie eine Scheide. Das ist ein Pelikan. Alter. Was ist das eigentlich für eine Welt, Alter? Ganz seltsame Turns hier. FSK 18. So, das ist hier ein... Was ist das denn? Das ist ein Pelikan. Ja. Okay. Was suchst du? Ein Korkenöffner, aber dann trägt das wieder weg. Du kannst das weg. Ja. Ist das okay für dich? Ja, ja. Hier ist kein Korkenöffner. Ja, nicht, dass ich hier gleich wieder angegriffen werde mit irgendwelchen Sachen. Guck, da ist ein Korkenöffner. Ja, genau solche Sachen habe ich. Von mit dir. So. Aber Jan, Gläser hinstellen, Besteck hinlegen. Ich glaube, so schön haben wir noch nie gedeckt. Oder du zumindest. Haben wir überhaupt schon mal gedeckt. Gibt's noch Fragen an die Jungs? Boah, das sieht so kacke alles aus. Geil. Oh, jetzt wird's langsam echt dunkel. Ah, vielen Dank. Voll mein Ding. Das ist richtig schön scheiße alles hier. Geil. Da im Blauen mit der Maske, genau, der Sohn. Hier vorne. Stellst du dich einmal hin? Ja, du brauchst noch ein Mikro. Mikro. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend gesättigt rausgehe. Doch. Weiß ich auch nicht. Hast du nicht gesehen, wie lecker die Pizza aussieht? Digga, die sieht wirklich echt kacke aus, ehrlich. Muss ich einfach mal sagen. Hat Gisela schon mal Jan wehgetan, dass Jan danach geheult hat? Also, hast du gehört, hat Gisela dich schon mal so wehgetan, dass du danach geheult hast? Oder Tim? Also bei mir selber vor Schmerzen geheult noch nicht, aber vor Lachen ja. Also auf jeden Fall, das ist sogar recht aktuell. Letzte Woche hatten wir so ein... Ja, Gespräch, da habe ich die ganze Zeit Ticks, dieses dienstliche Gespräch, so dermaßen massiv unterbrochen, dass alle lachen mussten. Und ich hatte Tränen in den Augen vor lauter Lachen. Und hast du Tim schon mal wehgetan? Du hast ihm mal in die Eier gehauen. Du hast ihn auch mehrfach gebissen. Doch mal. Nein! Kennt einer von euch die Kotpresse? Oh, wir haben einen Gast. Sebastian, mach doch mal die Tür auf. Boah, ich weiß halt, wer dahinter ist. Also eigentlich will ich gar nicht aufmachen.